Heute beginnt das große Abenteuer. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier aus Mannheim. Ja, ich fahre mit dem Zug nach München, denn heute ist das VIP-Opening der Disney 100-Ausstellung in München und da bin ich eingeladen. Herzlichen Dank nochmal dafür und es ist sehr, sehr aufregend. Das ist mein erstes Mal tatsächlich, dass ich mit dem Zug fahre. Von Trier nach Mannheim habe ich schon mal geschafft. Jetzt kommt in 10 Minuten mein ICE und dann geht es in Richtung München. Ja, da wartet dann auch schon die Lotte auf mich, denn die Lotte wohnt in München. Da werden wir dann noch einen schönen Nachmittag verbringen, was essen gehen und dann können wir uns schon fertig machen heute Abend für die Veranstaltung. Die geht um 18 Uhr los, soll also bis 21, 22 Uhr dauern. Ich bin schon sehr gespannt. Und morgen früh geht es dann wieder zurück in Richtung Heimat nach Trier. Mehr gibt es jetzt gar nicht zu zeigen. Aus dem ICE kann ich euch auch nichts zeigen, denn ich habe das Ruheabteil gebucht. Also ich habe mir einen Platz reserviert und dann Ruheabteil. Und eigentlich nicht extra, weil ich bin ja eigentlich nicht dafür bekannt, ruhig zu sein. Aber egal, ich bin auf jeden Fall gespannt, freue mich da jetzt gleich ein bisschen zu relaxen und vielleicht ein bisschen zu arbeiten. Notebook und sowas, ich habe alles mit dabei. Und dann drückt mir mal die Daumen, dass ich gut und sicher in München ankomme gleich. Ja, ich melde mich mal ganz kurz aus dem Zug. Ich habe es geschafft, von Trier nach München. Um 4.56 Uhr ging die Fahrt los und jetzt haben wir gleich 11:15 Uhr. Und ich komme am Hauptbahnhof in München an. Ja, da nehme ich dann die U-Bahn zur Lotte. Da werden wir den Mittag noch verbringen, Mittagessen gehen etc., bevor wir uns dann fertig machen für die Disney 100-Ausstellung heute Abend. Ich bin angekommen in München, ohne Probleme. Und ich bin sogar U-Bahn gefahren. Und die Lotte, da ist sie. Habe ich auch schon gefunden. Super, also hat sie super eigenständig gefunden, genau. Also hast mir auch den Weg gut beschrieben. Also von daher war es kein Problem. Also Münchner Hauptbahnhof, mega gut. Also da brauche ich gar keine Angst zu haben, da morgen nicht mehr wegzukommen. Also da finde ich auf jeden Fall Gleis 9¾. Zurück nach Hogwarts. Also Bahnfahren war okay. Also jetzt ICE war gut, aber Internet und so ganz schlecht. Also arbeiten war halt eben nicht so wirklich möglich. Natürlich keinen Vlog ohne Essen, zeige ich euch jetzt auch. Ist jetzt nicht so typisch bayerisch, aber sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Es ist eine Winterbowl mit ganz viel Salat, mit Kartoffeln, mit Ei und mit Baguette. Und jetzt können wieder irgendwelche Kommentare drunter schreiben, dass es ja nur Fressvlogs sind, die ich immer hochlade. Aber nee, aber es wird wahrscheinlich nicht das Einzige sein, was es heute zu essen gibt. Du hast dasselbe. Ja, ich glaube, es wird lecker. Guten Hunger. Guten Hunger. Natürlich muss auch so eine Tour durch München, so ein bisschen Sightseeing sein. Wir stehen jetzt hier an der Bavaria und wenn ich mich umdrehe, ist wahrscheinlich nochmal das Interessantere für euch oder so für die Freizeitparkmenschen. Das ist Oktoberfest, also im September. Dann wäre das jetzt hier. Aber jetzt ist hier nichts, außer Frühlingsfest. Das ist hinterm Baum. Kann ich euch gleich auch noch zeigen. Ja, es ist ein mega großes Gelände. Ich war tatsächlich hier noch nie, war auch noch nie beim Oktoberfest. Also sollte ich auch vielleicht mal ändern. Ja, ich bin jetzt hier im Inneren von der Bavaria-Statue. Da kann man tatsächlich bis ganz nach oben gehen und dann rausschauen. Also sehr, sehr cool. Natürlich ein paar Stufen, aber lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr hier seid, schaut gerne mal vorbei. Ihr könnt bis ganz nach oben gehen. Ja, da bin ich gerade hochgelaufen, habe ich euch gezeigt. Und jetzt stehen wir hier auf der Wiesen, auf der Theresienwiese, wo ich gerade schon gesagt habe, die gar keine Wiese ist. Nur so ein bisschen Rasen. Und da ist das Frühlingsfest. Also das wird gerade aufgebaut. Das ist halt eben so ein Mini-Oktoberfest. Ganz klein. Aber schön, hier ist sehr, sehr viel Platz. Also hier kann man tatsächlich, hier sollte man eine Kirmes hinstellen. Da könnte man mal so ein komisches so ein Weltfest hinbauen. Ja, fürs Oktoberfest wäre da doch hier ein schöner Platz. Sag das doch den Münchnern mal. Mach ich mal, du. Ich rede mal mit denen. Gute Idee. Ich möchte noch eine kleine Rumtour mit euch machen, denn ich habe mir natürlich auch hier ein Hotel genommen in München, ein AO-Hotel direkt am Bahnhof. Hier meine kleine Einzelzelle. Sieht so ein bisschen aus wie im Gefängnis, aber ja, es tut seine Zwecke. Ich kann heute Nacht hier schlafen, bin direkt am Hauptbahnhof. Morgen früh geht es ja wieder direkt nach Hause. Fernseher ist alles da. Bett ist groß genug für mich für heute Abend und es gibt auch ein eigenes Badezimmer. Jetzt nichts mega Besonderes, aber reicht für sich jetzt auf jeden Fall frisch zu machen, denn in gut einer Stunde geht's auch schon los
Und da möchte ich natürlich nicht mehr so aussehen wie jetzt, sondern, ja, das zeige ich euch gleich. Wir sind angekommen am Olympiapark und müssen jetzt hier zur kleinen Olympiahalle. Hier seht ihr, ja, ist wohl eine Tageskasse, wo es dann auch Tickets zu kaufen gibt. Heute Abend noch nicht, weil die offizielle Eröffnung ist ja morgen erst am 18. Und ach, da können wir euch direkt mal die Öffnungszeiten zeigen. Vielleicht auch ganz wichtig, also eigentlich montags bis mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags, freitags 10 bis 20 Uhr, samstags 9 bis 20 Uhr und Sonntag 9 bis 18 Uhr. Die Lotte und ich, wir haben jetzt unsere Bändchen bekommen, also man hat uns auf der Liste gefunden. Da kann man sehen. Es sind Disney-Bändchen. Ja, es ist schön. Es ist schön. Und hier ist auch so eine Fotowand aufgebaut worden, wie man sehen kann. Ach, das ist der rote Teppich. Das Stück da. Wer kommt denn? Das können ja nur wir sein. Die haben auf uns gewartet, aber wir sind da einfach jetzt hier reingegangen. Die haben uns nicht gesehen, also stehen wir jetzt hier neben dem roten Teppich. Wo es jetzt gleich hier reingeht, ich denke mal da. Da sehen wir auch schon Schließfächer für die Leute, die danach fragen wollen, ob es hier Schließfächer gibt. Ja, es gibt Schließfächer. Die sehen wir da hinten schon mal durch. Die werden wahrscheinlich auch geöffnet sein, wenn die Ausstellung ganz normal geöffnet ist. Ne? Jo. Und dann hier natürlich nochmal schön Disney 100 Ausstellung Deko. Ja, ich bin sehr gespannt. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Kein Disney-Event ohne Disney-Ohren. Die haben wir jetzt natürlich aus. Wir sind im Moment die Einzigen, die hier Ohren anhaben. Wurden auch schon bewundert dafür, ja. Aber daran erkennt man einfach, dass wir es wirklich ernst meinen hier. Ne? Also wir sind nicht einfach nur irgendwer, sondern wir sind hier so richtige Disney-Fans. Und ich glaube, wir sind noch ein bisschen schief, oder? Ich bin seit Nacht total wach. Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich auch ein bisschen schief. Es ist einfach nur die Kamera. Ja. Ich muss immer noch gucken, wie ich das hier mit einer Heckgimpel. Lotte. Da! Also irgendwie geht das. So, wir warten jetzt mal. Die Zeit schreitet voran und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir wissen gar nicht, wo wir hingucken sollen. Mit Disney drin ist der Abend wirklich was Wundervolles. Normalerweise 100. Geburtstag, wenn man eingeladen wird, da gibt es ja entkoffinierten Kaffee, ein bisschen Diätkuchen und plaudert über die Vergangenheit. Aber das ist hier was ganz anderes. Wissen Sie, meine Mutter wollte immer, dass ich Weltliteratur lese, dass ich wenig Comics anschaue, dass ich keine Filme anschaue. Meine Mutter war wundervoll, aber diese Erziehung ist. Mickey, are you ready? Minnie, are you ready? Meine Damen und Herren, sind Sie bereit? Wunderbar. Becky, go ahead, please, cut the ribbon. Gesagt, dass es dir so gut gefällt. Ja. Tränen in den Augen. Ja. Ja, so ein bisschen. Schon. Es ist schon mega schön hier am Eingang. Ich habe gerade schon gesagt, wir zeigen nicht zu viel, nur so ein bisschen, damit man sich so eine kleine Vorstellung davon machen kann, was einen hier erwartet. Aber das ist schon. Das ist schon. Also brauchen wir schon ist gar ja nicht. Nur der Eingangsbereich. Wir haben schon alles gesehen, gell? Eigentlich weiß man schon, dass es echt ganz schön gut ist, oder? Ja. You ready?
there's a lot of satisfaction in developing ideas into reality. When we consider a new project, we really study it. Not just the surface idea, but everything about it. And when we go in... Lotte, du hast was ganz, ganz Tolles gefunden. Ja, das war also ein Pferd, auf dem Dick Van Dyke saß. Es ist, ich wollte es jetzt gerade anfassen, aber man kann es nicht anfassen. Es ist von Mary Poppins. Oh, Jungle Cruise. Da ist jetzt was neu, ne? Da ist jetzt was neu. Wir sind jetzt. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? In der Nautilus? Wir sind in der Nautilus. Und das ist die Hyperion. Was machst du denn da? Ah. Tata! Oh, das ist gar nicht die Hyperion. Es ist nicht die Nautilus. Es ist Findet Nemo. Schnell nochmal zu YouTube hier rüber. Da seht ihr jetzt einfach mal so einen kurzen Überblick über das, was es hier zu kaufen gibt. Der muss ja definitiv mit, oder? Sehr, sehr cool. Es gibt verschiedene T-Shirts, natürlich Plüschis. Da seht ihr die Shirts. Die sind auch richtig cool, wie ich finde, oder? Tassen. Und natürlich ein Buch. Jetzt gibt es hier ein kleines Quiz mit Gästen. Hi! Mit Gästen? Seid mit Gästen? Ja, das ist ja voll krass. Das ist ja der Podcast. Ja, genau. Genau, also genau, da können wir mal werfen. Du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, deinen Podcast oder euren Podcast zu bewerben. Ja, liebe Leute, wenn ihr Bock auf tollen Content im Ohr habt, dann ist Sei hier Gast, der Podcast über Disney, genau eure Adresse. Wir haben ganz tolle Fakten, wir haben News, wir haben ehrliche Meinungen und wir haben ganz viel Klatsch und Tratsch über Disney und über uns selber auch. Sind 30 Sekunden schon vorbei? Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. So, und jetzt gibt es einen Quiz. Ja. Hier seht ihr Farben und hinter jeder Farbe versteckt sich ein Disney-Charakter. Ja.
Das ist so ein bisschen Disney-Bounding, oder? Das wäre was für Brina eigentlich. Stimmt, ja. Ja, genau. Also wir können euch hier so. Fangen wir hier vorne an. Das ist easy, oder? Ja, ich glaube, das ist Dumbo. So, jetzt nur mal. Wir haben eben vergessen zu filmen, ne? Wir haben das gerade. Also, die ersten zwei hatten wir schon mal und sie wussten es nicht. Ja, das ist so, ja, den wussten wir nicht. Ich wusste den da. Genau, da hattet ihr recht. Nee, ich habe auch Cinderella. Genau, ich habe gesagt, es ist Porzellinchen, aber es ist Cinderella. Genau, okay. So, was ist das? Das sieht. Warte. Pinocchio. Pinocchio? Ja. Oh Gott, es ist natürlich traurig, dass Alice mein Lieblingsfilm ist. Ja, aber das ist einfach. Das ist Peter Pan, oder? Das muss es sein, okay. Ja. Sehr gut. Das ist schon wieder ein bisschen. Pocahontas? Nee. Rot, diese Farbe, schwarze Haare. Schneewittchen? Das ist natürlich Schneewittchens Hautfarbe. Braun gebrannte Schneewittchen. Das ist Mowgli. Ah, so, nee. Ich mag ja Dschungelbuch gar nicht so. Das ist nicht mein Lieblingsfilm. Okay. Das ist schwer. Wer sieht denn so aus? Tarzan. Oh, Tigger. Das ist doch nicht Tigger. Tigger ist, das hätte viel mehr Orange sein. Das hier ist, Robin Hood. Ja! Schari, der ist so stolz auf mich. Oh ja, Dagobert. Sehr gut, doch, ja. Oh. Yeah. Das ist jetzt Porzellinchen. Oh, nee. Irgendwas, wo wir gleich alle sagen, ach ja, stimmt. Smee, oder? Oh, könnte sein. Doch, Smee? Mit dem Halstuch. Ja. Mama? Oh, ja. Oh, hier ist ganz knapp dran vorbei. Boah, keine Ahnung. Gaston. Oh, stimmt, Gaston. Doch, die Boots, ne? Es ist Jeff. Alter, Leute, jetzt reißt euch doch zusammen. Wir sind richtig schlecht. Also, die letzten vier müssen aber sitzen. Das kann Ursula sein. Nee, Ursula. Also es ist, glaube ich, ein Bösewicht wegen dem Lila. Wir wissen ja alle, ne? Lila Bösewicht, böse. Lila und so. Wie man sieht. Ja. Ich habe keine Ahnung, sagt irgendwas. Weiß ich nicht. Was ist Stitch? Quatsch. Wer ist so? Ja, Küsschen Frosch. Oh, sehr viele. Reif reicht's. Kann das nicht Russell sein? Nee. Von oben? Ja. Nee, glaube ich nicht. Also wenn Ralf? Ralf. Ja, Ralf reicht. Ja. Yay! Sehr gut. Das ist schwer. Weiß ich nicht. Ach, nee, Gott. Sorry. Also die kennt ja keiner. Die mag auch keiner. Nee, nein, doch, Julie Hopps ist eigentlich total cool. Ach komm. Die macht was sie will. Halt. Ja, also können wir nochmal nachspielen. Wir mischen nochmal neu. Genau. Die Fotolocation mit Mickey und Minnie, und da stellen wir uns jetzt natürlich auch an, und Bilder davon, die seht ihr dann jetzt gleich. Schaut euch mal diese Tüten hier an, die sehen einfach so cool aus. Leider mit dem Preis von 25 Euro ein bisschen teuer. Das war unser Abend auf der oder bei der Disney 100 Ausstellung in München. Und ja, sag mal was, hat es dir gefallen? Ich fand es mega cool. Also man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Es gibt so viele tolle Sachen zum Entdecken. Ja. Und ich bin echt froh, dass ich morgen nochmal hierher kommen kann, um alles einzeln anzuschauen, weil das lohnt sich echt voll. Genau. Also Tränchen in den Augen, geht dann rein. Definitiv. Weil der Anfang schon einfach mega ist. Es ist so schön mit der ganzen Musik und diese Kulissen und gerade am Anfang dieser Tunnel, wo man durchgeht, mit diesen Sternen und diese Bilder, die projiziert werden, dann Walt Disney und Mickey Mouse, einfach nur richtig toll. Richtig schön gemacht. Und also es ist schwer zu sagen, wie lange man braucht, wenn man ganz normal jetzt durch die Ausstellung geht. Wir haben es jetzt alles einzeln ausprobiert. Genau, richtig. Ich glaube, man kann schon viel Zeit mitbringen.
Genau, wir hatten gar nicht die Zeit heute Abend dazu. Ne? Es war so viel drumherum noch zu erleben und so. Deswegen haben wir uns natürlich versucht, auf alles Mögliche zu konzentrieren. Und ja, wird dann wahrscheinlich bei mir dann auch sein, dass ich hier nochmal vorbeischauen werde. Darauf freue ich mich schon sehr. Und Lotte ja auch, du kommst ja schon morgen wieder. Ich komme morgen schon nochmal wieder und ich freue mich wahnsinnig drauf, jedes einzelne Teil auseinanderzunehmen. Das wird auf jeden Fall toll. Also wir können es euch auf jeden Fall empfehlen. Kommt hier vorbei, kommt nach München, schaut euch die Disney 100 Ausstellung selber an. So, und ja, das war's jetzt mit dem Video. Ihr habt Anreise gesehen, Zug, wir haben so ein bisschen was von München gesehen und wir haben das Hotel gesehen, wir haben die Disney 100 Ausstellung. Und ich habe alles gemacht, es hat alles geklappt, Gott sei Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst auch auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder. Wo? In Disneyland Paris. Vielleicht, mal schauen. Bis dann sage ich euch wie immer, bye bye.